bin dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass immer genug Bargeld vorhanden ist. Wenn mal zu viel Geld da ist, dann schicke ich es zurück zu der Bank. Und wenn wir mal ein bisschen zu wenig haben, dann mache ich eine Bestellung und dann schickt uns die Bank wieder ein bisschen Bargeld. Die Hauptaufgaben des Cashless Supervisor sind zum einen, dass er hauptverantwortlich ist für den kompletten Geldfluss innerhalb des Casino. Ich bin dafür verantwortlich für die korrekte Abrechnung der Spieltische sowie der Spielautomaten sowie die Einhaltung des Geldwäschereigesetzes. Die Anforderungen an Jobs sind sicher mal das Zahlenflair haben. Kopfrechnen ist sicher ein Vorteil, denn man kann nicht immer einen Taschenrechner zur Hand nehmen. Dann EDV-Kenntnisse müssen vorhanden sein, sprich Excel, Word, PowerPoint und Outlook. Und einfach auch eine gewisse Sympathie, Empathie für Mitarbeiter und zu wissen, wie kann man die am besten führen. Man erlebt immer wieder neue, skurrile Sachen hier. Also, es wird nie langweilig.